Alter Leute, ich muss mich jetzt echt aufregen. Ich bin gerade wieder mit dem Zug heimgefahren. Ich meine, das wisst ihr ja mittlerweile, das hat gepisst wie Sau. Das ist echt was, wo die Bahn komplett das vernachlässigt, was sie eigentlich machen sollte. Ich meine, man soll im Prinzip müssen die nichts anderes machen. Oder was heißt nichts anderes? Das ist ja schon, voll, wenn sie das machen, wenn wir voll und ganz zufrieden einen von A nach B bringen. Wäre super, hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Das dann auch noch halbwegs pünktlich, alles wäre gut gewesen. Die Sache ist, es hat gepisst wie Sau hier. Ich bin nicht zum Zug gekommen. Ich musste durch eine Wand von Wasser laufen, weil das so durch die Decke geregnet hat beim Bahnhof. Ich mache euch mal ein Foto dahin. Man erkennt es auf dem Foto nicht so ganz. Man sieht auf dem Foto nur, wie es mitten auf dem Bahnsteig durchregnet. Aber stellt euch mal vor, ungefähr doppelt bis dreifach so schlimm direkt über der Treppe auf beiden Seiten, ja, wo es hochging. Direkt drüber. Echt der Wahnsinn, ja. Also die vernachlässigen wirklich das, was sie eigentlich machen sollten. Nämlich einfach irgendwie die Leute von A nach B bringen, weil ich meine, dazu gehört auch, dass du irgendwie in den Zug reinkommst. Generell habe ich damit, und das ist scheiße, ich weiß nicht, wie lange ich darüber jetzt was erzählen will, aber das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ganz ehrlich, ich habe nicht die Wahnsinnsanforderungen da dran, ja. Ich will einsteigen, ich will hinfahren, ich will ankommen und gut ist. Ich brauche noch nicht mal WLAN irgendwie im ICE. Ja, ich fahre manchmal ein bisschen längere Strecken. Ich brauche kein WLAN. Ich brauche noch nicht mal Strom. Ja, ich brauche wenig. Ich brauche gar nichts. Das Ding, das soll fahren. Das Ding, das soll halbwegs pünktlich fahren und soll mich von da, wo ich losfahren will, dahin bringen, wo ich hinfahren will. Das war's. Allen Schnickschnack, wie irgendwie Bordrestaurant oder solche Dinge, brauche ich nicht. Kann man alles weglassen. Wenn dann die Kernsachen gescheit funktionieren. Unter anderem gehören zu Kernsachen auch gescheite Türen. Ich meine, Leute, ihr kennt wahrscheinlich diese Uraltzüge mit diesen Türen, wo so ein Drehgriff dran ist, wo man so drehen muss so und sich da so, oh, so voll auf den Griff schmeißen muss, ja. Die kennen wahrscheinlich alle und es hatten wahrscheinlich auch schon alle die eine oder andere Probleme, diese Türen aufzukriegen. Ist auch nicht einfach, vor allem wenn die noch nicht den Druck an den Türen abgelassen haben. Das ist total antik, das Zeug. Das sollte man einfach nicht benutzen. Ich erwarte einfach, dass wirklich die ganz grundlegenden Sachen funktionieren. Was ich auch erwarte ist, wenn denn jetzt was nicht funktioniert, ja, wenn denn was später kommt, dass ich eine Ansage kriege. Ich kann auf dieses ganze Schwubbel, 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 ihre nächste Anschlussmöglichkeiten, Schwubbel, achten Sie auf die Ansagen am Bahnsteig, Achtung, eine Zugfahrt, warten Sie, bis das Ding hält, passen Sie auf zwischen dem Abstand, zwischen Dingsbums, Steig und Zug und das brauche ich nicht. Was ich brauche, ist am Bahnhof eine Ansage und bitte nicht diese Ansage gerade machen in dem Moment, wenn der Zug durchfährt, das ist nämlich auch sehr oft, ja, was denn jetzt Sache ist. Das will ich haben. Das heißt, wenn ich da stehe, ne, es... Wahnsinn, ja, wer ruft mich denn jetzt an? Was soll denn der Scheiß? Wo war ich denn jetzt gerade? Genau. Ich erwarte einfach eine Ansage, was Sache ist. Ich meine, es gibt mittlerweile diese Deutsche Bahn-App auf dem Handy, die ist nicht schlecht, da sieht man was. Problem ist, manchmal steht da ein Zug drin, keine Ahnung, 14.40 Uhr, und normalerweise steht in der Bahn-App dann schon dahinter 0, also plus 0. Ich finde schon lustig, dass das Standardzeichen für die Uhrzeit bzw. für die Verspätung ein Plus ist, ja. Plus 0 ist der Standardeintrag in diese App, das heißt, der Zug ist pünktlich. Also plus 0 ist in Bahnlogik, passt alles. Und manchmal kommt es allerdings vor, dass Züge da drinnen stehen, aber gar keine Zeitangabe. Und da weißt du schon, ha, irgendwas stimmt da nicht. Der Zug, der wurde anscheinend irgendwie nicht getrackt, gesichtet, sonst was. Und meistens kommt er dann auch nicht pünktlich. Und da erwarte ich einfach eine Ansage. Denn ich meine, es ist so, nachdem es die Bahn nicht hinkriegt, mir mitzuteilen, welcher Zug sich sonst für mich anbietet, muss ich das selbst planen. Ganz einfach, ja. Und wie kann ich planen, was ich für einen Zug nehme? Einfach, wenn ich weiß, wie viel Verspätung die unterschiedlichen Züge haben. Man könnte jetzt ja eigentlich, ja, erwarten oder vermuten, die Bahn könnte das besser als ich, ja, weil die die Übersicht über die komplette Strecke und den Plan hat. Also könnte man ja zum Beispiel so eine Ansage machen, hier, Lungs, euer Zug hat 10 Minuten Verspätung an dem Gleis, der Zug an Gleis, keine Ahnung, 5 fährt früher. Das müssen die ja sehen. Ja, wenn die das nicht sehen, dann sieht's keiner. Das machen sie aber nicht. Ich habe das einmal bisher gehabt, dass ich in einem Zug gehockt habe, der hat am Südbahnhof rumgegammelt, ewig, in Frankfurt. Und irgendwann haben sie abgesagt, ja, dann haben sie angesagt, ja, der jetzt gleich gegenüber einfährt, fährt früher ab als wir hier. Super, das, so will ich das doch haben, ja. Aber das kriegen sie ja nicht hin. Das kriegen sie nicht gebacken. Also die, die beste Übersicht über den Fahrplan haben, die genau wissen, was Sache ist, kriegen das nicht gebacken. Aber dann sollen sie mir doch wenigstens die Chance geben, dass ich selbst planen kann. Und ich kann nur selbst planen, wenn ich weiß, wie denn die Züge, die da dran stehen, denn jetzt tatsächlich wirklich realistisch gesehen fahren. Ich meine, wir hatten das noch nicht gehabt. Es steht drauf, keine Ahnung, Abfahrt 14.40 Uhr. Es ist 14.42 Uhr, ja. Und es kommt die Ansage, ja, Zug fährt jetzt ein.
Der kann nicht pünktlich losfahren. Das geht nicht. Und zwischen der Ansage, Zug fährt ein, vergeht dann zwischen 1 bis 5 Minuten. Da weißt du auch nichts, ja? Es können auch länger sein, dass das Ding dann irgendwie einfach irgendwo rumsteht oder so. Das passiert ja auch manchmal, dass es einfach stehen bleibt. Was ich verstehen kann, ich meine, sie sollen die ja nicht ineinander fahren. Deswegen ist es ja logisch, dass man bremsen muss, wenn irgendwas auf der Strecke steht. Da habe ich ja nichts dagegen. Aber so eine Ansage wäre halt nicht schlecht. Und nicht erst die Ansage, 5 Minuten Verspätung, wenn es schon 7 Minuten über der Zeit ist. Sowas geht mir auf den Sack. Ich will einfach, dass die Basisfunktionalität, wie man so schön sagt, funktioniert. Ja, ich will in den Zug einsteigen, ich will wissen, wann der Zug kommt. Und wenn der Zug Verspätung hat, will ich wissen, was Sache ist. Und das von allen Zügen. Und dann kann ich ja selbst planen, wie ich jetzt am besten fahre. Vielleicht fahre ich ja auch S-Bahn, weil ich weiß, die S-Bahn fährt eigentlich quasi immer und auch immer pünktlich. Oder ich kann anderweitig ausweichen. Das geht sonst nicht, ja? Diesen ganzen anderen Plan, Gelaber und das um Entschuldigung bitten und zig Milliarden Durchsagen, die absolut redundant und überflüssig sind, ja? Jeden Morgen das Gleiche. Ja? Ich meine, okay, ich kenne Leute, die argumentieren und sagen, ja, das ist für Leute, die noch nie mit diesem Zug gefahren sind. Wer setzt sich denn bitte schön blind in den Zug rein, ja? Wer steht denn morgens auf und sagt, hey, ich muss nach München. Ach, fahren wir mal Frankfurt an Hauptbahnhof und setze uns in ICE. Macht doch keiner, ja? Zumindest mal die Fahrkarte musst du ja vorher buchen, da hast du schon mal draufstehen, was, wie denn dein Zug fährt, was es ist, ja? Es ist total überflüssig, diese ganzen 3 Milliarden Durchsagen. Das braucht kein Mensch. Ich habe das Gefühl, das ist schlicht ergreifend Service gefaked. Ja? So, wir erzählen den Leuten, dass wir was machen, dann glauben sie, dass wir was machen, obwohl wir eigentlich das, was wir machen sollten, nicht richtig auf die Reihe kriegen. Und ganz ehrlich, ich mache noch nicht mal wirklich irgendwie den Zugführern oder den Zugbegleitern oder so irgendwie große Vorwürfe, weil die können aber am besten Willen nichts für, wenn das Ding Verspätung hat. Also ich behaupte einfach mal, es liegt selten daran, dass der Zugführer verschlafen hat oder irgendwie als Zugbegleiter kotzen muss und Notbremse gezogen hat, was weiß ich, Schwachsinn. Da an denen liegt's ja nicht, ja? Das liegt an der generellen Planung. Ich habe auch ehrlich nichts dagegen, wenn mal ein Zug Verspätung hat. Wirklich nicht. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie voll es um Frankfurt Hauptbahnhof rum ist, ja? Das ist eine Meisterleistung, das hinzukriegen, dass das reibungslos läuft. Ich habe da wirklich, auch am Südbahnhof ist ordentlich voll. Ich habe da kein Problem mit, wenn mal was Verspätung hat. Und es tritt ja oftmals auf den Strecken, vor allem mittags im Berufsverkehr, eher so auf, dass die gleichen Züge immer gleich viel Verspätung haben. Was ich aber beispielsweise nicht verstehe, und da komme ich gleich zu, muss ich jetzt noch das fertig sagen. Das kann ich verstehen, aber da muss man das doch wissen. Das muss einem doch gesagt werden, ja, dass man vielleicht da wirklich ausweichen kann. Weil wenn sie einem keine Alternativen durchsagen können, muss man selbst machen. Das will ich einfach wissen. Das nächste ist, wenn ich doch weiß, dass jeden Tag zum Berufsverkehr der Zug zu voll ist, dass der Zug zu spät kommt, dass das Andocken länger dauert als geplant. Ja, da wird manchmal nämlich noch ein zweiter Wagenteil und so hinten dran gefahren im Hauptbahnhof. Dann kann ich das doch früher planen. Das erzählt mir doch mal. Ich verstehe es nicht. Ich würde es ja verstehen, wenn das mir einmal einen sinnvollen Grund für nennt. Wenn ich das doch sehe, dass das jeden Tag passiert, ja, oder in überwiegenden Teilen der Fällen passiert, warum plane ich das Ganze denn nicht einfach ein bisschen früher? Und wenn der Zug zu voll ist, warum mache ich den denn nicht einfach länger? Das muss doch möglich sein. Ich halte es übrigens auch für ein Unding, dass man ICE-Karten ohne Fahrplatzreservierung kaufen kann. Leute, ich bin schon so oft ICEs gefahren, ich habe Omas drinstehen, die es nicht gecheckt haben, dass sie eine Fahrkartenreservierung brauchen. Die müssen dann stehen. Die müssen dann stehen, Frankfurt-Ulm oder sowas. Ja, ich bin früher oftmals Richtung Ulm gefahren, aber nicht um Elotrix zu besuchen oder sowas. Die stehen dann. Also, das kann es doch nicht sein. Warum kann man denn eine ICE-Fahrt buchen, die 3 Stunden plus oder 2 Stunden plus geht, ohne dass es Pflicht ist oder automatisch eine Fahrkarten- oder Fahrplatzreservierung dabei? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich meine, eine Fahrplatzreservierung will ich immer haben, wenn ich 2 Stunden plus in dem komischen Zug sitze. Wer will denn da stehen? Ja? Natürlich kann man da tricksen, ist mir auch klar. Aber wirklich, die Oma, die jetzt mal ab und zu ICE zum Enkel fährt, in Urlaub, sonst was, die hat davon keine Ahnung, ja. Leute, die es ein bisschen öfters machen, die stellsten schon im Vorfeld auf den Plan und gucken am Bahnhof, aha, das ist die ICE sowieso, der hält in dem und dem Abteil, da hat einen Speisewagen, Speisewagen hält Abschnitt D, stellen wir uns mal Abschnitt D, warten, bis der Speisewagen hinstellst, schauen, dass wir genau an der Tür vom Speisewagen stehen, stellst ihn da rein und hocken uns hin und bestellen uns für die komplette Fahrt nach Frankfurt Wasser. No, das kannst du machen. Da sitzt im Speisewagen, ist schön, alle anderen müssen stehen, die es verkackt haben. Also ich bin der Meinung,
es sollte eine Sitzplatzreservierung in jedem ICE-Ticket drin sein. Das Zeug ist teuer genug. Zumal der Sitzplatz, das Ding hat, das ist ja für eine gewisse Personenanzahl ausgelegt. Ich halte es für ein Unding, wirklich, wenn man sagt, jetzt keine Ahnung, es passen 500 Leute rein, dann Karten für 1500 Leute, so nach dem Motto, zu verkaufen. Das halte ich für ein Unding. Das kann es alles nicht sein, ja. Also, wie gesagt, ich laber jetzt so lange rum, aber das sind Sachen, die regen mich wirklich an der Bahn auf. Man muss denen zugute halten, ja. Im Prinzip klappt es ja. Im Prinzip funktioniert das. Man kommt von A nach B. Man kommt, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch meistens halbwegs pünktlich hin. Ja, aber es gibt manche Sachen, da kannst du nicht gegensteuern, ja. Also wenn auf einmal irgendwie was wirklich an der Strecke kaputt ist und alle, die aus der gleichen Richtung kommen, Verspätung haben, kannst du auch nicht geschickt ausweichen oder so. Das geht halt nicht, ja. Du kannst solchen Sachen ausweichen, wenn du die Strecke kennst und weißt, wie die Züge fahren. So, wenn irgendwie mal eine Lok kaputt ist beim Zug, ne, und die anderen pünktlich kommen, dann weißt du, okay, ich kann 40 fahren, 42, wenn ich S-Bahn fahre, das ist 46, dann kann ich da. Das weiß man dann mit der Zeit einfach, ja, das funktioniert dann. Manchmal hat man halt hat man halt gelitten, aber das ist ja okay. Wie gesagt, ich will es einfach nur wissen und ich will, dass die Basissachen einfach funktionieren. Dafür gebe ich ordentlich Kohle aus, was übrigens immer teurer wird, ja, was ich auch verstehen kann. Das wird natürlich nicht alles billiger. Ich bin ja da recht verständnisvoll meiner Meinung nach mit der ganzen Sache, ja. Aber wenn dann wirklich so ganz grundlegende Sachen nicht funktionieren, das ist wie bei der Post, wie bei DHL. Wenn ich schon sehe, dass es in dem Stadtteil, wo ich früher gewohnt habe, eine Poststelle gibt, wo man seine Post abholen kann, die einfach nachmittags zu hat. Was soll das denn? Normale Menschen gehen ihre Post nachmittags abholen, weil sie tagsüber nicht da sind, wenn der Postmensch kommt. Ja, der DHL-Mensch. Wenn nachmittags zu, sehen wir im Mittelalter. Was ist denn das für ein Scheiß, ja? So, die erzählen einem in der Werbung die dollsten Sachen, ja? Allerdings gibt's echt das klar. Leute, fahrt mittags Frankfurt mal irgendwie rum zur Berufsverkehrzeit und vergleicht es mal mit Happy Familie bucht hier ein Dings hier in der Bahnwerbung, ja. Da sitzen sie da drinne, Mutter, Vater, zwei Kinder, alle lachen, ICE ist voll leer, ist ruhig, alles super, Sonne scheint durchs Fenster, die nette Dame von der Bahn kommt noch durch, wollt ihr was trinken? Ja, nein, wir wollten mal fragen, so nach dem Motto, wie ist das Wetter auf der internationalen Raumstation? Und das kann dann die Bahndame natürlich auch beantworten, hat mit der Realität natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber das ist halt schon wirklich ein sehr großer Unterschied, ja. Und ich habe echt kein Problem, das alles zu bezahlen. Ich habe auch echt kein Problem, wenn es ein bisschen Verspätung hat. Ich will, dass es im Kern funktioniert. Dafür kann ich auf den ganzen Schnickschnack drumherum verzichten. Den brauche ich nicht. Es soll funktionieren. Das ist doch nicht zu viel verlangt für irgendwas, wo man ordentlich Kohle für blecht. Dass das einfach zuverlässig funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dass man ordentlich drüber informiert wird. So, jetzt machen wir Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.